essen. Erstmal die Vase hier zerdippern und die Pistolen. Die Pistolenmunition nicht mitnehmen. Nicht? Nee, ich kann die nicht. Ach doch, jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir 5. Ich weiß nicht, wie es bei dir um Pistolenmunition steht. 35 habe ich. Was ist das denn hier? Magnum. Ja, hast du eine Magnum? Nee, aber ich habe selbst noch Magnum-Munition. Also wenn du mir die gibst, dann hast du vielleicht ein Feld frei. Ich habe sowieso eins frei. Und Schrotgewehr-Munition, das kannst du haben hier. Mann, ich drücke mir falsch die Taste. Die Magnum-Munition kannst du mir auch geben. Dann habe ich die auf einem Slot. Dann haben wir noch einen Slot mehr. Super. Die Magnum habe ich in der Kiste gelassen. So, hier geht's eine Treppe runter. Da möchte ich erstmal noch nicht. Das finde ich zu offensichtlich. Erstmal hier hinten an. Erstmal die optionalen Wege lang gehen. In der Hoffnung, dass sie optional sind. Ja. Da leuchtet's schön. Aber nicht glitzern, ne? Nee, nee. Hier dieses lila oder das Männchen. Und ein grünes Männchen. Kein Alien. So, hier ist Sackgassen. Hier war hier überhaupt nichts. Kann man hier runter? Nö, kann man auch nicht. Ne, dann ist hier quasi lösch. Tja, das war dann der optionale Weg. Alles für umsonst. Glitzern habe ich jetzt auch irgendwie nicht gesehen. So blaues Symbol auch nicht. Mm-mm. Na, dann gehen wir halt die Treppe runter, ne? Den offensichtlichen Weg. Da wenn musst du lang. Wenn du unbedingt willst. Ich glaube, wir müssen. Da gibt's kein Wollen. So, geradeaus oder links? Ich würde grünes links Männchen gehen. Oder orangenes Männchen? Ja, dann gehen wir mal nach links zum grünen Männchen. Zum Alien. Aliensis. So, links sehe ich. Oh, ein türkises Männchen. Eine große Kiste. Eine Waffenkiste mit einem Granatwerfer drin. Oh nee, danke, ey. Kannst du den halten? Okay. Dann nehme ich den eben mit. Ja, jetzt bin ich voll. Jetzt habe ich. Was habe ich denn noch? Eine Mine. Jede Menge Munition fürs Gewehr. Ach komm dann. Laufen wir mal ein bisschen länger mit dem Gewehr rum. Ich nehme nur Ratatat. Ratatatat. Waffen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hier kann man ziehen. Auch nix. Nee, kann, doch. Ja. Du musst aber einer auf die andere Seite gehen. Einer muss auf die andere Seite. Dann würde ich sagen, dann muss man bestimmt diesen anderen Weg gehen. Richtung oranges Männchen. Dann gehe ich den Weg doch mal. Wenn du meinst. Ich bin ja schon auf der Hälfte durch. Du, nö, lass mal. Ich gehe rüber. Haha. So, aber hier ist... Erstmal die Umgebung abchecken. Hier sonst auch nichts. Ja, sicher. Erstmal gucken, was hier sagt. Ja. 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 Bin doch schon da. Guck mal, was passiert. Jetzt kommen Gegner. Oh. Was liegt da auf dem Boden? Es glitzert. Ich muss es haben. Aha, jetzt geht die Treppe hoch. Einer von uns ist demnach, glaube ich. Jo, ich bin, glaube ich, dann. So, obwohl ich kann ja hier durchlaufen, ist ja. Blims. Haha, du hast dich umsonst gebückt. Vielleicht habe ich ihn ja auch aufgehoben. Ja, ich weiß nicht. Nee? Also, noch ein Stückchen weiter. Ich war gerade verwirrt von den Steinen, die da so rumlagen. Also doch so rum. Andere Richtung. Ja, Orientierung und so, ne? So, was ist da? Ach, das sah aus gerade wie so eine Pflanze, aber es ist nur ein Stück Baum. Hier ist ein Büsch. Eine Pflanze, ein Baum ist keine Pflanze. Nein, also Pflanze im Sinne von. Also, ich habe an so eine stinke Pflanze gedacht. Hier ist. Da ist eine Treppe. Gehen wir mal die Treppe hoch. Da kann man auch an irgendwas ziehen, aber. Erstmal Umgebung looten. Erstmal Umgebung checken. Da geht's, glaube ich, nur links lang. Da kann man. Kann ich da rüber hüpfen? Springen! So, was haben wir hier drin? Oh! Einen großen Götzen. Einen großen goldenen Götzen. GGG.
So, jetzt können wir hier ziehen. Nein, nicht rufen, ziehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Point-and-Click-Adventures. Ziehe Seil. Wie für abgefahrene Dinge, ey. Oh, Gegnisse? Jetzt geht da die Brücke runter. Das ist sehr kompliziert. So, ja, wir müssen jetzt dahin, wo wir gesagt haben, hier ist ja gar nichts. Also erstmal looten. Flims. Jetzt müssen wir den ganzen Weg hier zurücklaufen, Richtung Anfang. Es wundert mich, dass hier keine Gegner so kommen. Hat da nicht gerade einer gerufen? Oder gemacht? Das kann ich vielleicht gewesen sein. Achso. Ich sag doch, da hat einer gemacht, aber ich habe ja mein Gewehr mit. Die dürfte ich eigentlich ganz gut. Da oben war was Glitzerndes. Glitzern. Da kommen 80 Millionen Gegner. Glitzern. Ja. So, als erstes mal ballern wir hier den Bogenschützen weg. Ich hoffe, du hast es so ein bisschen im Überblick, wie so der Rest sich gestaltet. Weil ich versuche, die Bogenschützen wegzuschießen. Hallo? Das war voll der Headshot. Na, jetzt aber. Ich sollte mal Waffe tauschen. Ich glaube, wir können in die Richtung. Hallo! Es wäre Zeit für eine Blendgranate. Ich wurde leicht durchstoßen. Blendgranate! Ich wollte die doch messern. Der ist am Blubbern, den kann man nicht messern. Der ist auch am Blubbern. Der ist jetzt auch am Blubbern. Hast du noch irgendwas in Richtung Kräuter mit? Moment. Wir könnten jetzt beide ein bisschen was gebrauchen. Ich habe ein grünes. Das reicht ja mal für einen Anfang. Würde ich mal meinen. Wie ging das nochmal? Habe ich ja jetzt nicht schon zwei, dreimal gemacht oder so. Na. So, wo war das Glitzernde? Da. Was? Ah, da vorne steht noch einer. Warte mal. Den kann ich ja quasi von hier aus astrein headshotten. Hast du das Glitzernde gefunden? Ach, da läuft noch einer. Den kann man dann auch headshotten, wenn er sich zeigt. Ich komme da jetzt nicht dran, weil ihmchen hier zu viel rumzappelt. Na komm. Oh, jetzt schon. Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, ne, bis er richtig in Position läuft. Und dann machst du hier so peff peff und dann ist er... Wo war denn jetzt da noch ein Bogenschütze da rein? Ach ja, so ein Mist. Wo kommt die denn her? Hinter dir steht einer. Wow. Geht das bei dir? Ja, ja, ich würde gerade schon wissen, ob auch geht. Du hast keine Munition mehr. Ja. Messer ihn. Und schon wieder low on health. Low on health. Ich habe aber jetzt auch nichts mehr. Aber hier liegt ein grünes Kraut. Oh, nice. Nehme ich mit. Und Pistolenmunition. So, da mir der Bogenschütze da gehörig auf den Zeiger geht. Ich da jetzt mal schön in den Arm geschossen. Sau. Hat aber gereicht. Okay. Kraut hast du? Ja. Geh! Ich will zum Glitzernden. Weißt du überhaupt nicht, wo das ist? Nee, ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß, dass es da aber runter geht. Nach unten? Ja, und dann nach rechts. Zu dem anderen Männchen. Ja, ich könnte ein bisschen grünes Kraut gebrauchen. Ich laufe schon langsam. Moment. Mal, mir geht's so schlecht, mein Bauch tut weh. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So. Also erstmal wieder, ne? Umgebung checken. Ach, da ist eine Kiste. Ich gehe mal zur Kiste. Die sehe ich. Da weiß ich, wo ich hin muss. Aha. Was ist das denn? Blendgranaten.
bin aber voll. Was mache ich denn da? Ding. Wieso kann ich... Ich habe Blendgranaten dabei, kann aber keine Blendgranaten mehr aufnehmen. Das ist Logik. Logik pur. Machen wir das doch mal ganz einfach so. Ich werf mal die Blendgranate, die ich habe, werf ich mal. Ach, die gebe ich dir. Da. So, und jetzt nehme ich die Blendgranaten hier mit. Ich finde es nicht mehr. Hm. Oh, geil! Triffst du? Ansonsten mache ich hier Sneeper-Action. Na, du sollst sneepern. Nice! Hast du's getroffen. So, wo ist das Glitzerding? Hier hat doch was geglitzert. Ich habe da eben noch drauf geschossen. Ja, in welche Richtung hast du denn gezielt? Weiß ich nicht mehr. Also ich sehe hier nichts glitzern. Ich gehe nochmal zurück. Ich kann sowieso nicht weiter. Hier ist wieder so eine Götzenstatue, an der man ziehen muss. Musst du jetzt warten. Ich will das glitzernde Ding haben. Der einen Lümmel man ziehen muss. Ach nee, kann ich alleine machen. Anscheinend. Echt? Ja, sieht so aus. Ich gucke mich derweil auch mal um. Vielleicht sehe ich es ja doch noch irgendwie. Wo war das denn? Nee, ich habe von hier vorne geschossen. Das weiß ich nicht. Hier. Oder? Ich sehe hier immer noch nichts glitzern. Machst du nicht noch weiter? Keine Ahnung. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Ruinen und Glitzerdinger. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Es ist weg. Weg. Und wir sind wieder allein. Ich glaube, ich nehme mal. Nee, ich bleibe bei der Waffe, da habe ich noch die meiste Muni. Derzeit. Nee. Es hängt irgendwo unter der Decke. Kann nicht sein. Irgendwo unter der Decke. Da! Da! Hast du gesehen? Ziel mal hin, vielleicht sehe ich. Ne? Hm? Ich sehe da einen Laserstrahl. Da ist ein Laserstrahl. Das da oben sieht aus wie ein Einschussloch. Ne, sehe ich von hier aus nicht. Soll ich denn zu dir gelaufen kommen? Nö. Ah, ich hab's gefunden. Ich sehe es. Ich muss nur zielen. Zielen. Nein. Nein. Jetzt ist es. Ich hab's getroffen. Ja, das ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ich denke, wenn wir den Lümmel da am Dings ziehen, dann kommen wir da hin. Du sollst ihn nicht rufen. Ich bin. Da kann man hochlaufen. Jetzt kommen wir gleich bestimmt wieder Gegner und ich bin am Arsch. Ich glaube, solange ich hier an dem Teil nicht ziehe, solltest du da kein Problem mit haben. Ach, guck mal. Da kann man dran ziehen. Topaz. Ist das, glaube ich. Topaz? Lecker. Die sind so geil, ich liebe die. Gibt's da oben sonst noch mehr? Zwei. Einmal Gewehrmunition. Einmal Pistolmunition. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Dann gehe ich mal wieder runter. Mach mich mal auf den Weg zu dir. Jo, also ich kann hier dran ziehen, aber anscheinend brauche ich dann doch deine Hilfe hierbei. Aber da ist kein zweites Ding zum Ziehen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wo bist du denn gerade? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich sehe dich nicht. Ja, ich bin auch gerade unter Tage. Da. Hallo. Pals. Hallo. Siehst du, da kann ich jetzt dran ziehen? Dem fehlt ein Arm. Dem fehlt ein Arm? Jo. Dann lass ich mal los, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Statue hier in der Mitte. Jo. Orangene Männchen. Vielleicht hat der ja den anderen Arm.
dem fällt jetzt der Arm aus.